Vor mehreren hunderttausend Zuschauern hat US-Präsident Barack Obama 2,5 Monate nach seiner Wiederwahl auf den Stufen des Kapitols in Washington den Amtseid abgelegt. Die Zeremonie am Montag markierte den Höhepunkt zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit. In seiner Rede gleich nach dem Eid ging der Präsident auf einige seiner zentralen innen- und außenpolitischen Anliegen ein. Vor allem aber rief er seine Landsleute zur Einheit auf. Und er wollte ihnen Zuversicht geben. Ein Jahrzehnt des Krieges geht zu Ende. Der wirtschaftliche Wiederaufschwung hat begonnen. Amerikas Möglichkeiten sind grenzenlos, weil wir all die Qualitäten haben, die diese grenzenlose Welt verlangt. Jugend und Schwung, Vielfältigkeit und Offenheit. Eine endlose Fähigkeit, Risiken einzugehen und das Talent, sich neu zu erfinden. Wir sind gemacht für diesen Moment und wir werden ihn ergreifen, solange wir das zusammen machen. Obama sieht sich mit vielen Problemen konfrontiert, die bereits seine erste Amtszeit prägten. Hohe Arbeitslosigkeit, ein schwieriges Wirtschaftsumfeld, ein gigantischer Schuldenberg und ein tiefer ideologischer Graben zwischen den politischen Lagern, der es extrem schwer macht, Kompromisse zu schmieden. Dies war Obamas zweite Vereidigung innerhalb von 2 Tagen. Am Sonntag hatte er den Amtseid bereits im kleinen Kreis im Weißen Haus abgelegt. Hintergrund ist eine Besonderheit in der Verfassung der USA. Sie schreibt vor, dass der Präsident stets an einem 20. Januar sein Amt antritt. Das war in diesem Jahr ein Sonntag. An diesem Ruhetag aber sollte die große Zeremonie nicht stattfinden. Deshalb war sie kurzerhand um einen Tag verschoben worden.